So, ich bin mal... Ach ja, das habe ich übrigens auch in einer Kopie. Lustigerweise auch ohne die Aufnahme, ohne dass Traps läuft. Immer wenn ich hier unten an die Stelle komme, dann fängt es an zu ruckeln. Ich weiß nicht genau warum. Hier, siehst du? Ruckelt. Und ich weiß nicht warum, es ist immer die Stelle da unten. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ist mir ein Rätsel. Ein rätseliges Rätsel, so. Aber verbrämen wir uns nicht, sondern wir können da oben noch weiter Zaun setzen. Oder wir warten einfach mal, bis die Hühnchen erwachsen sind und können in der Zeit hier zubauen mit Erde. Oder können uns noch ein bisschen Erde irgendwo abbauen. Ich überlege gerade, ja pass mal auf, ich nutze mal die Gelegenheit. Bevor es auf die Melonsamenreise geht. Und ja, dann reisen wir wieder eine Runde rum und das wird aber diesmal ein bisschen länger dauern. Deswegen dachte ich mir, mache ich hier nochmal so ein paar Sachen. Wie zum Beispiel sowas hier und dann können wir ja immer noch verreisen. So, hier räume ich schon mal alles ab, ne, weil da könnte man immer noch was bauen. Was ich auch gerne mal bauen würde, wo ich gerne mal weitermachen würde, das ist übrigens unser Hausbaum. Da hätte ich ja nicht übel Lust, da mal endlich weiterzumachen. Aber nein, ihr wollt ja unbedingt, dass ich hier so eine Megaprojekte immer baue, die sich dann ewig hinziehen. Huch. Ne, also ich halte mich ja komplett an euch. In zahlreichen Umfragen habe ich ja gefragt, hey, soll ich hier Bauwerke bauen, die 10 Folgen lang gehen? Und ihr dann so, ja, auf jeden Fall, das ist the place to be. The Adrenalin is rushing through my Körper. Through my very aufgeregt sein Körper. Yes, yes, and your English is very masterful. Oh, Gronxan. So, jetzt mache ich hier mal, ich mache hier so ein kleines Plateau hin, ne? Ihr seht das ja natürlich sowieso schon wieder, ihr seht das sowieso immer alles. Verrate aber noch nicht, was es mit diesem Plateau hier eventuell auf sich haben könnte, außer dass wir natürlich die Erde gerade gebrauchen können. Ach, gucke mal. Nein. Oder doch? 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 Ach komm, nein. Ach komm, nein. Ich höre ja schon auf. So, weiter geht es bei actiongeladener Musik. Ich wurde ja auch gebeten, ob ich nicht mal wieder ein paar mehr Witze über Zeugen Jehovas und sowas machen kann. Macht man darüber Witze, liebe Freunde? Macht man Witze über die Zeugen Jehovas? So viel Leid. Ehrlich gesagt, das muss ich ja mal ganz kurz anprangern. Ich verstehe, also ich kann das immer nicht ganz nachvollziehen. Mit diesem ganzen Sektenkram oder ich weiß nicht, Kirchenkram. Allgemein kann ich nicht nachvollziehen, wie manche... Also ich verstehe es, ich kann es einfach für mich selber nicht nachvollziehen. Ich benutze ja gerne mein Gehirn. Also das fällt hier so nicht auf, weil ich immer viel labere und viel Quatsch erzähle. Aber ich tue es tatsächlich ganz gerne mal. Huch, ruckel, ruckel. Und für mich ist das immer so ein bisschen... Ich stehe daneben wie so ein Außenstehender. Also wenn ich dann zum Beispiel höre, da sitzt eine Frau in einer Talkshow... Die redet dann so, ja, Mensch, hier, ich bin ja mit 40 noch Jungfrau, was ja soweit gut und schön ist. Warte mal, ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Na, also so. Die redet dann irgendwie, ja, ich bin mit 40 noch Jungfrau, das ist ja schön und gut, ist ja ihre eigene Wahl. Aber dann sagt sie, weil Gott ihr den Richtigen noch nicht gezeigt hat oder der Jesus muss ihr erscheinen und den richtigen Mann zeigen. Und, wir alle sind ja irgendwie im Schoß und pipapo und Jesus Christus wird uns allen den richtigen Weg zeigen. Ich bin da komplett außen vor. Ich bin einfach, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin einfach zu rational eingestellt, als dass ich irgendwie daran glauben würde, dass da irgendwie, Jesus Christus vom Himmel herabsteigt, der ja bei uns irgendwie das Sinnbild für Gott ist, oder zumindest bei den Christen, nicht bei jeder Religion natürlich. Also ich bin da irgendwie so vollkommen, ich kann es immer überhaupt nicht nachvollziehen. Ach so, nee. Ach, das war ja richtig, was ich hier mache. Ich kann es ja nämlich nachvollziehen. Das gleiche natürlich auch bei den Zeugen Jehovas. Natürlich hat da jeder sein eigenes Gedankengut. Und da gibt es ja die ganzen anderen Sekten. Wen gibt es denn dann noch alles? Fiat Lux, alter Schwede, so ein Bullshit. Wenn ihr mal gerade nichts zu tun habt und ihr wollt euch mal amüsieren, das haben wir im Religionsunterricht gesehen. So ein Bericht über die Sekte Fiat Lux. Da muss ich mal ganz kurz, innehalten und das erzählen. Bei Fiat Lux gibt es so einen weiblichen Guru. Das ist eine Tante, ich habe den Namen vergessen. Die hat eine interessante Frisur.
Und die hat ein so dermaßen festgefrorenes Lächeln auf ihrem Gesicht. So wirklich so einfach nur so eingebrannt. So, ja, wir sind alle Freunde. Und wenn man sich da mal Berichte reinzieht, ich glaube auf YouTube findet man da bestimmt noch ein paar Dokus drüber oder sowas. Also ihr werdet wirklich feiern, wenn ihr die seht. Wenn ihr wirklich in der Lage seid, euer Gehirn ein bisschen zu benutzen und euch eigene Gedanken zum Thema Gott und Glauben zu machen und sowas. Und was man davon ableiten sollte, überhaupt von Religion, was man davon ableiten darf. Terrorismus. Ja, am Arsch Terrorismus, so ein Bullshit. Muslime sind Terroristen, so ein Bullshit. Bitchslap. Was ich sagen wollte auf jeden Fall, wenn man da irgendwie sich seine eigenen Gedanken macht, dann soll man sich das unbedingt mal reinziehen, was da teilweise für Ach, das ist Wasser. Ich dachte gerade, es regnet. Was da teilweise für Gestalten rumlaufen, was die einmal erzählen wollen. Da ist zum Beispiel die Alte von Fiat Lux mit ihrem grenzdebilen Dauergrinsen, wo man wirklich schon so ein bisschen das Verlangen hat, da mal irgendwie so ein bisschen mit der Stricknadel nachzuhelfen, das Grinsen ein bisschen auszustellen. Mit so einer Häkelnadel einfach mal nach unten zu häkeln, die Mundwinkel. Einfach nur, damit es sitzt. Also nicht nach unten zu minken. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn Menschen lächeln. Aber wenn das schon so festgefroren aussieht, wie so ein Psychopathenlächeln so. Hahaha, ich weiß, wo du wohnst. Und wenn du nicht bezahlst, dann werde ich kommen und dich im Schlaf erwürgen. Hahaha, lustig. Wir alle machen das. Wir möchten dich gerne besuchen und dich töten und uns an deinen Eingeweiden laben. Es wäre uns ein Fest. Hahaha. Ja, also es wirkt natürlich so. Es ist natürlich nicht so, dass sie das sagen. Ich muss das ja natürlich revidieren oder nochmal richtigstellen. Ne? Das wirkt einfach nur so auf mich persönlich. Es ist meine persönliche Auffassung davon oder meine persönliche Meinung. Von denen ja heute jeder eine haben darf oder muss, wie es scheint. Ey, Gronkh, du bist scheiße. Das ist meine Meinung. Ja, komm, halt die Fresse. So, was ich sagen wollte, auf jeden Fall. Da sitzt diese Alte von Fiat Lux mit ihrem grenzdebilen Dauergrinsen. Und dann muss man wissen, die Sekte verkauft heiliges Wasser auf Flaschen. Also wirklich heiliges Wasser, das dann irgendwie, ich weiß nicht, soll heilende Kräfte haben oder irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß das jetzt nicht so genau, da sollen Krankheiten geheilt werden. Ich hab's leider nicht mal hundertprozentig im Kopf. Und die werden da verkauft. Und ich würde ja sagen, gut, wenn man daran glaubt, huch, dann hat man vielleicht noch so eine Art Placebo-Effekt. Kann man vielleicht nochmal, je nachdem, wie viel Geld man da zahlen sollte. Leute kaufen ja auch Evian für viel zu viel Geld. Ich weiß gar nicht. Ich mache das manchmal am Bahnhof, wenn man da einfach mal schnell ins Regal greift. Aber ansonsten würde ich nie bei Verstand irgendwie Evian kaufen, weil es einfach sinnlos ist, so viel Geld für Wasser auszugeben, was nichts anderes ist, als einfach nur für die Marke zu bezahlen. Und das ist einfach, tut mir leid, aber das ist einfach nur strunzendämlich. Auch wenn jetzt jemand von euch Evian trinkt, bitte nicht beleidigt fühlen. Und auch nicht sagen, ja, aber man schmeckt die Weichheit des Wassers. Weil das schmeckt man auch bei ganz anderen Wassermarken, wenn man schon Geld für Wasser ausgeben muss oder will. Dann muss es halt auch nicht unbedingt Evian sein. Tut mir leid, euch da jetzt das Weltbild zerstören zu müssen. So, mein Rant mal wieder. Auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, immer noch bei Fiat Lux, immer noch bei der grenzdebilen Alten und bei Heilwasser, bei sogenanntem. Da sitzt die Alte also da irgendwo im Badezimmer, wohlgemerkt, vor einer Badewanne und rührt mit einem Stab. Also, Moment, die lässt eine Badewanne ein, ne? Das ist wahrscheinlich nicht vielen von uns passiert, weil wir Gamer sind, wir kennen sowas nicht, aber da gibt es eine Erfindung, die heißt Badewanne, da lässt sie Wasser ein, die ganze Badewanne voll. Und fängt dann an, mit einem Paddel darin herumzurühren und irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche heiligen Worte aufzusagen oder was weiß ich. So, und dieses Badewasser, dieses umgerührte Badewasser mit einem Holzpaddel, das vollgequatschte umgerührte Badewasser, das wird dann auf Flaschen gezogen und als heilig verkauft. Und das ist dann das, was die Jünger in Scharen kaufen. Und die Jünger müssen natürlich sowieso, ich glaube, Besitztümer abgeben, pipapo, das ist ja bei Sekten ganz gerne mal gesehen. Ruckel, ruckel? Warum ruckelt denn das hier immer so? Das ist ganz gerne mal gesehen bei Sekten, dass die ihre Besitztümer vorne an der Haustür abgeben. Und das, meine Freunde, ich find's okay, bla bla bla, sich von dem Weltlichen zu trennen, aber warum macht denn das die Kirchenführung dann nicht? Also, oder die Sektenführung?
Das ist ja genauso wie bei der katholischen Kirche. Man möchte den Gott preisen, diesen allmächtigen Gott möchte man preisen. Und Gott ist demütig, der Gott ist bescheiden, der wird dann immer... Also ich rede jetzt mal gerade nur von der Kirche, nicht von anderen Religionen. Der Kirchengott ist bescheiden und demütig und er möchte auch als demütiger und bescheidener Gott gefeiert sein. Oder er möchte ja gar nicht gefeiert sein, so wie ich das mitgekriegt habe. Und dann gibt es aber immer diese prunkvollen Kirchenbauten, diese Kirchenbauten, so ein riesiges Kirchenschiff, Kathedralen noch und nöcher, Prunk und Protz und Tralala. Und wieso? Und dann aus Gold und Ornamenten. Und hast du nicht gesehen, was da alles, ich weiß gar nicht, was da alles erbaut wurde. Und das erschließt sich mir immer nicht. Warum nimmt man nicht das ganze Geld, was man da bekommen hat oder was... auf dem die Kirche heute noch sitzt teilweise, durch diese Landesenteignung aus dem Mittelalter und so weiter und so fort. Die hat so viel Geld einfach und so viel Land. Warum wird das Geld nicht genommen und einfach mal die Hungernden gespeist? Nein, da wird mit dem Klingelbeutel durch die Kirche gegangen, durch die prunkvolle Kirchenbaut sozusagen. Und dann müssen natürlich die braven Kirchengänger auch da spenden. Und mit den Spendengeldern werden dann weitere Kirchen gebaut und so weiter. Warum nicht einfach mal diese ganzen Gelder nehmen und einfach mal was Sinnvolles tun? Ich tue mich da ja eh mal so ein bisschen schwer. Natürlich lasse ich mich eines Besseren belehren. Wenn jemand zufällig hier Pastor ist oder sowas, kann ja sein. Ich weiß nicht, ob man das Passwort sich auf YouTube rumtreibt oder sich Let's Plays reinzieht. Kann ja alles sein. Ich sage ja auch nichts gegen einzelne Menschen in der Kirche oder so. Also unser Religionslehrer war Pastor, mit dem habe ich mich super verstanden. Das war einer der interessantesten Menschen, so von den Gesprächen her, die ich so kennenlernen durfte. War wirklich extrem gut, muss ich dann mal sagen. Aber ich kann es halt nicht nachvollziehen, was so da einfach passiert mit Geldern oder wieder auf Prunk und Protz gemacht wird und so weiter und so fort. Oder wie auch so eine Kirche einfach mal mit Adolf Hitler zusammenarbeitet. Jawohl, das sind alles Dinge, die geschehen sind. Und bitteschön, ich möchte mich da einfach raushalten. Ich möchte mit so Religion und sowas generell gar nichts zu tun haben. Ich betrachte das gerne von außen und bin da auch immer interessiert dran, so die Meinung von Leuten zu hören, wie sie das so sehen, wie ihr Weltbild ist, wie ihr Religionsbild ist, was sie dazu bewegt, an Gott zu glauben und so weiter und so fort. Und ich könnte jetzt ja ein persönliches Statement dazu abgeben, was ich denn so von Gott halten würde, ob es denn einen Gott gibt oder wie immer man ihn nennen möchte, Allah oder Buddha oder was auch immer. Überhaupt finde ich den Buddhismus sehr interessant, aber das ist eine andere Geschichte. Heißt aber nicht, dass ich mich ihm zuwenden würde, sondern lediglich, dass ich ihn sehr interessant finde. So, sieht das hier einigermaßen natürlich aus? Wie von Gott gegossen? Jetzt haben wir hier so viel... Scheiße, wir haben so viel Erde abgebaut und haben hier aber trotzdem wieder so viel Erde angebaut, dass wir kaum Erde übrig haben. Das ist natürlich jetzt ein Griff ins Klo. Aber wir haben eine Menge... Ne, das sieht jetzt natürlich alles nicht mehr ganz so hügelig aus. Aber wir können hier auf jeden Fall wieder schöne Dinge erschließen und weiter ausbauen. So, die Hühner sind immer noch nicht erwachsen, wie ich sehe. Nein. Heieiei, jetzt habe ich aber lange gequatscht hier über Kirchen und den ganzen Kram. Würde mich mal interessieren. Sowas, da wird es bestimmt einige Flames geben, damit rechne ich einfach. Das liegt aber einfach daran, dass Religion lässt ja wenig Platz für eigene Meinungen oder für eigene Überzeugungen. Und das ist halt so eine Sache, die mag ich überhaupt nicht an der Religion oder dass man da halt so wirklich, oder dass viele Leute da einfach so engstirnig vorgehen und ihr Weltbild als das einzig wahre erachten. Und es wird Toleranz gepredigt, aber in Wahrheit wird keine Toleranz geduldet und das finde ich einfach mal so ein bisschen schade. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir, sag das mal den alten Griechen. Und da gibt es Religionen, die schon viel älter sind als das Christentum. Und wieso ist dann das Christentum, ich beziehe mich mal aufs Christentum, ich weiß nicht warum, aber es ist ja in Deutschland einfach am naheliegendsten. Was wollte ich jetzt erzählen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, wieso ist denn dann sowas wie das Christentum oder wieso ist denn eine moderne Religion die einzig wahre Religion, wenn es doch schon so viele gibt, die schon viel früher begründet wurden, wo Leute schon viel früher irgendwelche Zeichen erkannt oder gesehen haben und so weiter und so fort. Oder nehmen wir mal die Bibel oder dann kann man, ich weiß nicht, ob man den Koran dazu zählen kann, ich kenne mich bei dem Koran ehrlich gesagt zu wenig aus. Ich hatte sogar mal einen, fand ich ganz interessant, aber leider konnte ich nichts davon entziffern, was da drinnen stand. Da war ich auch noch zu jung einfach, muss man mal so zugeben.
Ich sammle hier gerade Erde nebenbei. Ne? Ihr merkt das gerade. Asche zu Asche, Erde zu Erde, Pi zu Po. Und so passt das schon. So, hier baue ich mal. Achso, wieso baue ich denn dazu? Kann ich doch eh gleich wieder abtragen. Und mir auch gleich mal eine Schaufel machen, ne? Jawohl, ich mach mal gerade, wenn wir schon mal hier sind, eine Schaufel. Alter, von dem ganzen Gequatsch wird mir langsam flimmerig vor Augen, weil ich so viel Luft verliere und zu wenig trinke und zu viel quatsche und zu wenig atme dabei. Mann, 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 was will ich denn eigentlich hier? Siehst du, alles schon schummrig vor Augen. Kann schon wieder gar nicht mehr klar denken. Das ist immer was ganz Neues, Gronkh. Ja, ja, spart's euch doch mal. Seid doch nicht so beleidigt. Ich hab doch auch Gefühle. Siehst du, das kommt dabei raus. So. So, dann machen wir hier mal den hier und den und dann den und den und den. Soll reichen.